Die Maximilianstraße war im Mittelalter die breiteste Straße von ganz Europa. Sie sehen so ein bisschen was von dem Glanz, ist auch noch übrig geblieben. Schade, dass es jetzt so kalt ist, wenn wir jetzt im Sommer da wären. Da täten da Hunderttausende von Autos auf- und abfahren, junge Leute und einen Parkplatz suchen, weil alle Cafés und alle Lokale sind in der Maximilianstraße und da fahren die auf und ab, dass gesehen werden mit ihren Mercedes SLK, mit ihren Porsche. Bei uns haben ganz viele Porsche sogar eine Anhängerkupplung hinten dran. Sind halt so Metzgersöhne, die vom Land, von da draußen irgendwo reinkommen. Gell? Und die fahren lieber 6 Stunden auf und ab, als dass sie da drüben einen Parkplatz suchen.